Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben gute Anlageentscheidungen getroffen. Wir werden heute mal die Saisonalität in den Fokus nehmen, wie wir das jeden Monatsanfang tun. Denn der Juni gilt ja als sehr schlechter Monat, besonders im US-Wahljahr. Wir werden das genau nutzen, denn die Saisonalität ist ein ganz wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird. Und heute wollen wir sehen, wie sieht's aus? Was können wir vom Juni 2024 erwarten und was kommt danach? Und vor allem die Frage auch noch vertiefen beim letzten Video, wann kommt denn der Börsencrash? Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst den Renditefaktor Größe an. Wir sehen hier, dass im Mai die Small Caps deutlich besser gelaufen sind. Hier am Stoxx Europe 600 und die Unterindizes Stoxx Europe Small Caps 200. 4,7 plus für die Kleinaktiengesellschaften. Hier löst sich endlich diese Anomalie auf. Ich verlinke Ihnen hier das Video, wenn Sie da ein bisschen mehr dazu wissen wollen. Die Small Caps laufen besser als die Großen im Moment. Die Großen mit 2,68% plus. Das bedeutet einmal, das ist saisonal ganz, ganz typisch für den Mai und es ist ein sehr gutes Zeichen für die Aktienbörse. Dann schauen wir uns an den Renditefaktor Growth Value. Die Growth-Aktien sind schlechter gelaufen mit 0,94% als die Value-Aktien, die sehr, sehr gut gelaufen sind mit 6,99%. Ganz wiedererwartend. Und da sehen wir, das ist saisonal ganz untypisch eigentlich für den Mai. Ja, das ist ja ein Rückblick, ja, Mai, und da muss man sagen, saisonal untypisch, allerdings auch nicht so das Superzeichen für die Börse, muss man sagen, weil die Growth-Aktien, wenn hier schwächeln, dann bedeutet das ein Misstrauen, zumindest von diesen Anlegern gegenüber dem Wirtschaftswachstum. Dann springen wir rüber zu dem Renditefaktor Branchenselektion. Hier haben wir ganz klar die zyklischen Branchen haben super gut performt mit 4,74%, während die defensiven Aktien hier mit 2,12% ganz schön performt haben, aber die zyklischen waren besser. Das ist saisonal ganz typisch für den Mai und ein gutes Zeichen wiederum für die Aktienbörse. Und dann schauen wir uns noch an den Faktor Momentum. Momentum, das heißt, wenn die Aktien, die eh schon gut gelaufen sind in den 12 vorangehenden Monaten, die sind auch im Mai wieder super gut gelaufen und zwar besser als der Markt. 4,18% plus für Momentum-Aktien innerhalb des Stoxx Europe 600 und der Stoxx Europe 600 mit 3,3%. Das ist wiederum saisonal ganz typisch, dass die Momentum-Aktien im Mai besser laufen und natürlich ein gutes Zeichen für die Börse. Rundum können wir zusammenfassen. Wir haben also eine sehr starke Saisonalität im Markt. Wir haben praktisch drei Renditefaktoren, die Saisonalität anzeigen, die saisonal typisch sind, einer nicht. Und dann haben wir natürlich genauso drei starke Zeichen für eine gute Börse, für einen Optimismus bei den Anlegern, was sich ja auch in den Umfragen widerspiegelt. Wenn Sie die Umfragen interessieren, schauen Sie das letzte Video an. Ich verlinke Ihnen das hier oben. Und da sieht man schon, also die Anleger sind sehr, sehr optimistisch. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben Saisonalität und Optimismus am Markt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn unter saisonalen Gesichtspunkten am Markt im Juni zu erwarten. Der Juni ist vom Rendite-Risiko-Verhältnis vollkommen uninteressant. Negative Rendite, zumindest seit 1949, am MSCI World minus 0,03%. Mit einem Downside Risk von 2,13%, also ein unterdurchschnittliches Risiko. Das bedeutet, der Juni ist eigentlich ein Monat, der bewegt sich gar nicht so viel. Aber das Risiko ist auch nicht so wahnsinnig hoch. Denn der Juli ist in der Regel ganz gut, wenn die Halbjahresbilanzen wieder rauskommen. Das schauen wir uns aber nächsten Monat an. Wenn wir uns die Gewinnhäufigkeit anschauen, dann sehen wir, dass der Juni mit 55,1% eher ein Monat ist, der auch mal schwach ist. Also 45% der Monate waren negativ mit Verlusten und 55%, also knapp über die Hälfte, mit Gewinn. Also es ist so 50-50, muss man sagen. Also der Juni deswegen auch verrufen als schlechter Monat. Schauen wir uns aber jetzt den Chart des Monats an, dann sehen wir, dass das gar nicht so übel ausschaut. Nämlich
Die mintfarbene Kurve, wie immer der Median, das heißt, das ist der typische Juni. Das heißt, ein steiler Verlauf nach oben bis zum 18. rum und dann eine Seitwärtsbewegung. Und die goldene Kurve, das ist der Mittelwert. Hier sind sind alle Werte gleichgewichtet, während beim Median die mittleren Werte eben höher gewichtet sind. Das heißt, die mintfarbene Kurve ist der typische Juni und die Goldenfarbe ein durchschnittlicher Juni. Und da sehen wir schon anhand der Differenz, wann das Risiko auftritt. Also eigentlich in der zweiten Juniwoche wird es dann gefährlich. Da können dann eher mal Rückschläge sein. Aber tendenziell auch hier geht es nach oben. Also der Juni doch nicht so schlecht wie sein Ruf. Jetzt müssen wir aber eins beachten. Wir sind im US-Wahljahr und das US-Wahljahr ist sehr getrieben von Fiskalpolitik am Anfang des Jahres. Das heißt, die starke Rendite kommt eigentlich im Mitte des Junis und dann mit einem starken Aufschwung bis so September. Das schauen wir uns gleich an, aber schauen wir uns erstmal den Juni im US-Wahljahr an. Dann sehen wir eben hier erstmal so ein kleiner Aufschwung mit einem Rücksetzer und dann geht es richtig ab bis Mitte des Monats hier nochmal ein Rücksetzer. Also das sind die US-Wahljahre von 1927 bis 2020. Schauen wir uns das ganze US-Wahljahr an, dann sehen wir hier, das ist die blaue Kurve. Dann sehen wir, das baut sich jetzt so eine Kurve nach der anderen auf, ne? Nachwahl, Vorwahljahr und so weiter. Jetzt haben wir die blaue Kurve und dann sehen wir hier, dass das bis April steigt. So hatten wir das ja auch und dann fällt es sukzessive und im Juni geht es dann wieder hoch. Das heißt, da der Mai ganz gut war, erwarte ich, wie ich es auch in den letzten Videos auch schon gesagt habe, dass der Juni erst gegen Ende des Monats stark wird. Also wir haben jetzt im Juli, glaube ich, eher ein paar Rücksetzer, weil die Aktien auch gerade in den Indizes sehr teuer geworden sind. Ich verlinke Ihnen hier auch das Video zur Fundamentalanalyse von den letzten Tagen. Damit Sie sehen, also die viele große Aktiengesellschaften sind im Moment sehr teuer. Deswegen erwarte ich hier im Juni eher nicht ganz so typisch, obwohl wir Saisonalität haben, sondern dass die Saisonalität erst gegen Mitte, Ende des Monats greift, dass wir jetzt gute Einkaufskurse kriegen bis Mitte des Junis und dann, dass es nach oben geht. Und den großen Crash, schauen Sie sich das Video an, erwarte ich eigentlich eher vor der Wahl, also Richtung Wahl, US-Wahl, also so ab September. Da ist die Crash-Gefahr auf jeden Fall höher. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute. Abonnieren Sie den Kanal, damit Sie die nächsten Videos nicht verpassen, denn im Moment ist der Markt sehr, sehr spannend. Sie bekommen von mir fast jede Woche ein Video. Alles Gute, bis bald, Ihr Thomas Hupp.